This is Lumenex. We don't want to die in hospital. C'est des femmes et des œufs. On ne veut pas nourrir à l'hôpital. Frauen-Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ich möchte über Patientenverfügungen. Ist das Thema und ich möchte über Patientenverfügungen reden. Um das qualifiziert tun zu können, habe ich mir ein Vorsorgehandbuch besorgt, das von der Verbraucherzentrale rausgegeben wird. Das ist dieses Buch. Ich mag viele Sachen an dem Buch. In der letzten Folge haben wir über 5 Gründe gesprochen, die eigenen Angelegenheiten zu regeln. Wir haben darüber gesprochen, dass es hier eine Anleitung gibt in 7 Schritten zur Patientenverfügung. Und ich habe gezeigt, dass es am Ende des Buches Ticksbausteine zur Patientenverfügung gibt und Fragen zu den persönlichen Vorstellungen einer ärztlichen Behandlung. Was ich an dem Buch nicht mag, es wird immer über die Behandlung am Ende des Lebens geredet. Man sollte sich auch schon vorher Gedanken über seine ärztliche Behandlung machen. Die ärztliche Behandlung folgt normalerweise immer 3 Grundsätzen. Erstens, die Behandlung sollte selbstbestimmt erfolgen. Der Patient soll ein mündiger Patient sein, der über die Behandlung weiß, der über Behandlungsalternativen Bescheid weiß, der eine Ahnung hat, warum das gemacht wird. Leider ist das in der Medizin manchmal nicht mehr als eine Ahnung. Deshalb heißt es auch die Kunst des Heilens und nicht die Wissenschaft Medizin. Die Medizin soll sich wissenschaftlicher Methoden bedienen. Ein bisschen Hokuspokus gehört aber auch dazu. Der hilft sogar. So, also selbstbestimmt über die Behandlung entscheiden. Zweitens, mal oft wird es schmerzfrei formuliert. Schmerzarm ist die richtige Bezeichnung an der Stelle. Menschen sollten ein schmerzarmes Leben führen. Kranke sollten schmerzmedizinisch richtig betreut werden und schmerzarm sein. Und dann kommt als drittes, dass Menschen aus medizinischer Sicht möglichst alt werden sollten. Wichtig an der Stelle, wenn Ärzte ohne Patientenverfügung behandeln, achten sie auf schmerzarm und dann erst auf lebensverlängernd. Dazu gibt es auch ein Interview in diesem Buch, was ich sehr gut finde. Das ist auf Seite 19, das habe ich beim letzten Mal schon angedeutet. Der Titel des Interviews sind Sie bereit in Kauf zu nehmen, früher zu sterben? Und da geht es genau darum, dass es Behandlungen gibt, die Menschen gut tun, aber die auch dafür sorgen, dass man früher stirbt. Und das ist an der Stelle sicherlich auch eine Sache bei der schmerzmedizinischen Behandlung. Sollte man in den Blick nehmen. Ich finde das sehr wichtig. Ich finde auch, dass man mit seinem Hausarzt darüber reden sollte. Gut, jetzt sind wir angekommen auf Seite 13. Gründe für eine Patientenverfügung. Wer selbst entscheiden möchte, wie viel Medizin am Ende seines Lebens eingesetzt wird, der sollte eine Patientenverfügung aufsetzen.
Sonst liegt es in der Hand Dritter, ob zum Beispiel eine künstliche Ernährung erfolgt oder starke Schmerzmittel eingesetzt werden. Wenn man am Ende seines Lebens steht und nichts anderes gesagt hat, werden am Anfang sicherlich künstliche Ernährung erfolgen. Und wenn abzusehen ist, dass man starke Schmerzen hat, kommen auch sicherlich starke Schmerzmittel zum Einsatz. Heute sterben 3/4 aller Deutschen in stationären Einrichtungen, vor allem in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Wer als Patient oder Angehöriger einen Krankenhausbetrieb oder ein Altersheim erlebt hat, besonders in Situationen, in denen es um schwere Erkrankungen oder das Sterben ging, der kann den Eindruck bekommen, dass es um die Selbstbestimmung nicht immer gut bestellt ist. Das mag an den Abläufen in solchen Einrichtungen liegen oder an der fehlenden Kraft der Betroffenen. Sollte nicht so sein, wenn Menschen nicht mehr die Kraft aufbringen, sich in einen Zustand zu versetzen, dass Selbstbestimmung möglich ist, mag das sein und es mag auch an den Ärzten und dem Pflegepersonal liegen. Es ist illegal. Menschen sollten selbstbestimmt über die Behandlung entscheiden. Das ist der erste Grundsatz ärztlicher Behandlung. Viele Menschen wollen vorsorgen und bereits zu einem frühen Zeitpunkt festlegen, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen möchten und welche Wünsche die behandelnden Ärzte und Pfleger zu respektieren haben. Da ist was dick gedruckt, das lese ich nochmal vor, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen möchten und welche Wünsche die behandelnden Ärzte und Pfleger zu respektieren haben. Da soll festgelegt werden, wie in bestimmten Situationen verfahren wird, das heißt, die Situation wird geschildert und es werden Wünsche geäußert und diese Wünsche müssen in der Situation respektiert werden. Habe ich, glaube ich, verstanden. Eine solche Festlegung nennt man Patientenverfügung, fälschlicherweise auch als Patiententestament bezeichnet. Testament ist für den Todesfall eine Verfügung, gibt an, was man möchte. Die ist gültig, weil die Behandlung selbstbestimmt erfolgen sollte. Wichtig zu wissen, Patientenverfügungen gelten auch für Situationen, die nicht unmittelbar zum Tod führen. Sie können zum Beispiel festlegen, dass bei einem Wachkoma keine lebenserhaltenden Maßnahmen, dass Sie bei einem Wachkoma keine lebenserhaltenden Maßnahmen wünschen. Würde ich so nicht formulieren. Hinterher kommt einer auf die Idee, mir nicht genügend Flüssigkeit zu geben. Das ist so dermaßen unter aller Kanone, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, Patientenverfügungen gelten auch in Situationen, die nicht unmittelbar zum Tod führen, zum Beispiel in einem Wachkoma. Wachkoma heißt zum Beispiel, ich habe zu viel gesoffen, liege da und befinde mich in einem Wachkoma. Wichtig an der Stelle bei Alkoholvergiftungen ausreichend Flüssigkeit zu fügen. Das ist eine lebenserhaltende Maßnahme, die sollte auch ergriffen werden. Ich würde im Wachkoma allenfalls die künstliche Ernährung ausschließen. Das verursacht Hunger und keine Schmerzen und Hunger wird von Menschen als weitaus weniger schlimm wahrgenommen als Schmerzen im Allgemeinen. Der medizinische Fortschritt ermöglicht es vielen Menschen, Krankheiten oder Verletzungen, die früher nach kurzer Zeit zum Tode führten, Der medizinische Fortschritt ermöglicht es vielen Menschen mit Krankheiten oder Verletzungen, die früher nach kurzer Zeit zum Tod führten, zu helfen. Der medizinische Fortschritt ermöglicht es vielen Menschen mit Krankheiten oder Verletzungen, die früher nach kurzer Zeit zum Tode führten, zu helfen. Der medizinische Fortschritt ermöglicht es vielen Menschen mit Krankheit oder Verletzung, die früher nach kurzer Zeit zum Tode führen, zu helfen. Allerdings kann sich damit auch die Grenze verschieben, an der sich die Frage nach einem Leben oder Sterben in Würde stellt.
In Deutschland gilt der erste Grundsatz des Grundgesetzes, das ist mittlerweile auch die Verfassung, die menschliche Würde ist unantastbar und verschiedene Dinge sind mit der Würde nicht zu vereinbaren. Zum Beispiel ein wahnsinnig langes, künstlich hergestelltes Koma, damit man wieder gesundet. Da stellt sich die Frage nach der Würde, weil eine Behandlung sollte selbstbestimmt erfolgen. Was bedeutet es für eine krebskranke Frau, nicht innerhalb von 6 Wochen, sondern erst nach einem Jahr an ihrer Krankheit zu sterben? Kann ihr so ermöglicht werden, schmerzfrei, hier rede ich von schmerzfrei, ich glaube nicht, dass das bei Krebs so möglich ist, ich würde ja schmerzarm sagen, kann ihr so ermöglicht werden, schmerzfrei und bei voll erhaltenen geistigen Fähigkeiten ihre persönlichen Dinge zu regeln und Abschied von ihren Angehörigen und Freunden zu nehmen? Oder bedeutet es lediglich eine Verlängerung des Leidens? Für einen jungen Mann mag es nach einem Unfall mit anfänglichem Hadern großes Glück bedeuten, wenn er wiederbelebt wurde und durch intensive menschliche Begegnung und Entwicklung neue Interessen und ein erfülltes Leben im Rollstuhl führen kann. Ich lese den Satz nochmal. Ich habe den Text so kompliziert. Naja. Für einen jungen Mann mag es nach einem Unfall mit anfänglichem Hadern großes Glück bedeuten, wenn er wiederbelebt wurde und durch intensive menschliche Begegnung und Entwicklung neuer Interessen ein erfülltes Leben im Rollstuhl führen kann. Und Entwicklung neuer Interessen, das gehört zusammen, muss man anders betonen. Für einen jungen Mann mag es nach einem Unfall mit anfänglichem Hadern großes Glück bedeuten, wenn er wiederbelebt wurde und durch intensive menschliche Begegnung und Entwicklung neuer Interessen ein erfülltes Leben führen kann. Aber wie ist es zu bewerten, wenn er nach dem Unfall dauerhaft bewusstlos bleibt? Mit diesen und ähnlichen Fragen, auf die sich keine allgemein gültigen Antworten finden lassen, sind Menschen, ihre Angehörigen und die behandelnden Ärzte immer wieder konfrontiert. Mit einer Patientenverfügung können sie Vorsorge dafür treffen, dass ihr Wille in diesen schwierigen Situationen berücksichtigt wird. Gut zu wissen, niemand darf gezwungen werden, eine Patientenverfügung aufzusetzen, wenn ein Altenheim oder Krankenhaus bei der Aufnahme eine Patientenverfügung verlangt, ist das ungesetzlich. So, gut zu wissen. Auf der nächsten Seite fängt ein neuer Artikel an. Da höre ich auf, nachdem ich zu gut zu wissen noch was gesagt habe, nachdem ich das gesagt habe. Gut zu wissen, niemand darf gezwungen werden, eine Patientenverfügung aufzusetzen. Wenn ein Altenheim oder Krankenhaus bei der Aufnahme eine Patientenverfügung verlangt, ist das ungesetzlich wichtig. Ist mir schon passiert, die wollten sowas haben. Das geht gar nicht. War auch hier in Solingen. Ja, will ich nicht weiter drüber reden. Wenn man keine Patientenverfügung aufsetzt, folgt die Behandlung nach den 3 Grundsätzen. Selbstbestimmt, schmerzarm, lebensverlängert in der Reihenfolge. Mir ist die Selbstbestimmtheit am wichtigsten und ich würde immer für lebensverlängernde Maßnahmen plädieren, die dazu führen, dass man selbstbestimmt über die Behandlung entscheidet. Die Schmerzfreiheit steht da noch nicht im Vordergrund. Im Grunde genommen brauche ich keine Patientenverfügung. Wenn ich das hier gemacht habe, werde ich mich wahrscheinlich dazu durchringen, eine zu verfassen. Und
Ich werde die wahrscheinlich auch dem städtischen Krankenhaus hier in Solingen zukommen lassen. So. Ja. Wir haben Gründe für eine Patientenverfügung genannt. Es sind zwei Beispiele genannt worden. Das von der krebskranken Frau, die schmerzfrei, ich würde an der Stelle schmerzarm sagen, und bei voller geistiger Fähigkeit ihre persönlichen Dinge regeln kann und Abschied nehmen kann. Finde ich persönlich sehr wichtig. Oder von einem jungen, ledigen Mann und einem Unfall, der danach zwar im Rollstuhl sitzt, aber ein erfülltes Leben führen kann, weil er intensiv von Menschen betreut wurde und es ihm so gelungen ist, neue Interessen zu entwickeln. Ja, zwei Szenarien, die eine Bandbreite aufzeigen. Ich finde es gut, dass da auch von einem jungen Mann gesprochen wurde. Ja, so, damit möchte ich jetzt erstmal schließen.